Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West. So, ich habe noch ein bisschen rumgeguckt. Wir hatten ja beim letzten Mal diese ganz komische Mission bekommen, und zwar hier diese Aufgaben Flughornüberbrückung. Und da weiß ich nicht, wo wir hin sollen. Deswegen habe ich das jetzt mal ausgesetzt. Müssen wir ein bisschen abwarten. Ich habe mir jetzt erstmal die Mission hier markiert, Aktion und Reaktion, weil die nur 635 Meter weg ist. Alle anderen sind ja weiß der Geier, wie weit weg. Also machen wir erstmal hier diese Geschichte, Aktion und Reaktion. Also erstmal das, was wir hier so in der Nähe machen. Ach, guck mal, hier haben wir sogar noch einen Rebellen-Außenposten. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal den Rebellen-Außenposten und dann wursteln wir uns so langsam hier hin. Kommen wir hier, Versenger-Areal. Ich würde sagen, dann gehen wir mal hier hin. Dann speichern wir da ab und dann gehen wir hier rüber. Das wäre erstmal so der Plan für diese Folge. Und dann schauen wir uns erstmal das an. So, sind auch nur 59 Schritt, also sind wir da recht nah dran. Wobei, ja, müssen wir mal gucken. Wir haben da jetzt nicht so viele Pfeile. Ich muss echt da an Material so ein bisschen kommen. Wir haben 9. Rebellen. Ich muss ihren Anführer loswerden. Vielleicht zieht sich der Rest dann zurück. Nicht nur Rebellen, sondern Rebellenfeuerklaue. Rebellenfeuerklaue? Das ist ein Rebellenviech, was wir da platt machen müssen. Ach du Scheiße. Aber schleichen wir uns erstmal so ein bisschen ran. Das Viech müssen wir also auch auf jeden Fall platt machen. Feuerklauen terrorisieren wohl auch den verbotenen Westen. Ja. Da muss auch noch einer. Der hätte ich auch ganz geil markiert da oben. Okay. Da ist auch dann das Campfire. Oder ganz gerne nach oben. Da können wir auch hoch. Okay. So. So, markieren. Stürmer, Dornrücken, Krallenschreiter. Alles zu schaffen. Ja. Okay. Da ist auch noch einer. Da unten, den haben wir schon markiert. Den haben wir auch noch nicht. ...1035. Okay. Der hat ordentlich gescheppert. Ah, das ist der Chef, den greifen wir besser noch nicht an. Sehr schön. Den machen wir als nächstes. Der hat sowieso keinen Helm auf. Na, als nächstes kommt der da oben. Na, willst du nicht mal stehen bleiben? Na, guckt er sich nur so die Leiche an oder was macht er da jetzt?
Nein! Hey! Eindringling! Hört ihr den Alarm? Spaltieren Felde! Erwischt! Mist. Janu war ja auch nicht kaputt. Als ob! Was ist das denn hier? Ah, tot, okay, sehr gut. Ja, ich krieg keine Pfeile mehr. Das ist mies, ist das. Das ist kacke. Warum diese Muskeln brauchen wir? Ja gut, nützt nichts. Dann müssen wir. Nicht bewegen. Endlich eine Herausforderung. Na, ah, Mist. Ah. Halt mal kurz still. Endlich eine Herausforderung, weißt du, aber halt mal kurz still. Oh, der hat gesessen. So. So wie dazu. Alter, Mist, dass ich die nicht machen kann, ne? Das ärgert mich. Müssen wir echt mal diese Muskeln, müssen wir wirklich mal en masse kaufen. Boah, dass hier alles an Pfeilen drin steckt. Und vor allem einer hier, der hier. Das ärgert mich ganz besonders. So, was hast du eigentlich für Schwachstellen? Du hast Frostschwachstelle und natürlich Kühlwasser. Ja, da haben wir natürlich jetzt nicht so viel mehr. Das könnten wir machen. Frostpfeile. Okay. Das hat schon wehgetan. Ich schleiche mich erstmal ein bisschen. Ich muss bereit sein. Ja, das musst du. Von hier aus kann man auf alle schießen, die den Berg herunterkommen. Deswegen ist hier das Rebellenlager. Das ist richtig. Lass uns erstmal ein paar. Nette Bären sammeln. So, wo sind hier noch? Sind hier noch andere Heinis? Der Chef ist noch nicht da. Den Chef müssen wir noch legen. Der juckelt hier doch garantiert auch noch irgendwo rum. Und der hat ja auch diese fette Wumme. Ich sag ja, ne, Scharfschussbogen, das ist schon mega geil. Also, der ist schon wirklich gut. Da kannst du richtig schön aus Distanz, kannst du richtig schön ausnocken, die Heinis. Das ist schon richtig geil. Aber wo ist der? Wo ist der Cheffe? Der fetten Wumme. Da muss er ja auch noch irgendwo rumgurken. Wo ist er? Da ist noch einer, den wir einsammeln müssen. Aber irgendjemand muss da noch sein. Irgendwo muss da noch der Chef sein. Ja, verstehe ich nicht, wo der jetzt gerade sein kann.
Ja. Ah, Mist. Hui, das war knapp. Wir müssen wieder mal einfrieren, den Heinz. Oh, jetzt kommt er hier hoch. Nee, ne? Bitte nicht. Ja, dann machen wir noch ein paar neue, Aloy. So. Alter Schwede. Oh, der hat aber richtig gerade gerumst. Ich weiß nicht, was er da hatte. Da verballere ich aber auch Munition rein. Mach auch nicht so wirklich viel Schaden. Scheiße. Gut getroffen. Au. Viel besser. Oh, direkt. Mann, ey.
Lass mal einen Fight gegen ihn hier. Gerade mal zur Hälfte runter, ey. Das Metall ist brüchig geworden. Sauber. Der hat gut getroffen. Jetzt nimmt er auch ordentlich Schaden, sehr gut. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Oh, das war aber auch eilige Modder, das war wirklich... Da müssen wir nochmal ordentlich was machen. Wir kriegen da zwar jetzt auch ordentlich was raus, aber das war ja ein Kampf. Alter Schwede. Och. Das hat ordentlich Material gekostet gerade. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ja, ja, lass uns erstmal die Munition irgendwie auffüllen. Weil wir haben nichts mehr. Nix mehr. Gut, wir haben jetzt hier noch ein paar... Von denen wir noch ein paar machen können. Aber ansonsten, ja, so geil ist das nicht hier. Wir brauchen von diesen Muskeln dringend noch welche. So, jetzt müssen wir nur noch den einen finden hier. Da ist er markiert. Jetzt hast du mich. Du stehst alleine. Nur mal so als Info. So. Wo bist du? Da hinten bist du. Okay. Der Rüstung nach weiß ich, wer hier das sagen kann. Oh. Das musste ich einfach machen. Ich weiß nicht, da wurde auch irgendwie von oben gerade beschossen. Von da oben wurde er eben gerade beschossen, oder? Da sah es eben gerade so aus, als wenn da noch Pfeile ankommen. Ich meine, vielleicht hätten wir jetzt mal den legen sollen und dann hätten wir hier diesen Todbringer vielleicht gehabt, aber... Marken. Keine Ahnung, wozu die gut sind. Aber egal. Ich nehme sie erstmal an mich. Genau, erstmal alles mitnehmen. So, kriegen wir eine Menge Stuff. So, sehr schön. Haben wir auch abgeschlossen. Sehr cool. Ein bisschen. Bisschen wieder sammeln. Können wir auch sicherlich gleich speichern wieder. Ansonsten war hier oben, glaube ich, nichts, ne? Da hätten wir noch ein paar Pflanzen. Ansonsten stand ja gerade das Gebiet, wurde abgeschlossen. Also von daher sollte das eigentlich jetzt passen. So, Todbringer brauchen wir erstmal nicht. Dann haben wir das Gebiet auch so weit durch, ne? Zeigt das auch grün an? Ja, zeigt auch grün an. Perfekt. Dann können wir hier gleich speichern. Die brauche ich ganz sicher noch. Ja, da bin ich mir auch ganz, ganz, ganz sicher. Boah, aber allein hier das Viech dahin, ne, was da gerade brennt. Oh, meine Fresse, ey. Das war schon wirklich üppig. Das war schon wirklich üppig. Ich meine, war zwar mit den Frostfallen war das zwar ganz gut. Und wir hatten echt Glück, dass er da unten war und wir von Highground so ein bisschen runterballern konnten, aber
So richtig geil war das trotzdem nicht. Also unsere Waffen sind echt ein bisschen schwächlich. Also da müssen wir eigentlich mal gucken. Da müssen wir echt mal gucken. Ich habe Schneeflocken im Gesicht. Oh nein, Aloy. Schneeflocken im Gesicht. Was sollst du jetzt nur tun? Oh mein Gott. Ach Mist. Schneeflocken im Gesicht. Ach du grüne Neune. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das Spiel gar nicht erst gekauft. Schneeflocken im Gesicht, wie kann man nur? So. Okay. Wir wollten weiter hier zum Aktion und Reaktion. Dann geht's in die Richtung. 500 Meter laufen wir wieder. Da finden wir unterwegs noch ein paar Tierchen. Zum Beispiel wie dich da hinten. Wie irgendwas blau im Leuchten. Ah ja, du bist blau im Leuchten. So, Abflug. Mit dem Tier will ich mich noch nicht anlegen. Mit dem gegen die habe ich noch nicht so viel. Muss ein bisschen vorsichtig sein. Ja, ich weiß. Das ist schon wieder ganz heiß. Nee, nee, nee. Komm. Heute noch nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Wenn ich bessere Waffen habe, dann kann ich euch mal so ein bisschen bezirzen, aber so nicht. So wird das nix. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich habe keinen Platz. Was kommt in meinen Vorrat? Genau. Bergscharf. Jo. Aber wir haben nichts, ne? Wir haben hier von denen, können wir noch zwei, drei machen. Da geht nix. Da geht nix. Da geht nix. Ja. Ne, wir müssen unbedingt auch so ein bisschen gucken, dass wir vielleicht mal unsere, die Köcher mal ein bisschen aufwerten oder generell die Lager. Was haben wir hier für ein Viech? Ach, für den Kleinen, okay. Autschi. Au. Das war aber auch sehr, sehr knapp. Oh, warte. Gerade Schlag. Er war nur betäubt. Da haben wir echt Glück gehabt. Schön ausgetimt. Oh. Aber das war wirklich auch kurz vor knapp. Also das hätte gleich richtig gescheppert. Macht das, Aloy, macht das. So, wieder schönen Bären. Hier sind ein paar mehr Bären. Die können wir nämlich gleich schön einsammeln. So, da oben sollen wir hin. Vielleicht steigen wir schon wieder auf, dann sind wir Level 26, 27.
Aber trotzdem müssen wir so ein bisschen noch mit den Waffen, ne? Dann müssen wir noch ein bisschen was machen. Die Kämpfe dauern einfach zu lang. Naja, gut, ich meine, wenn du richtig heftige Gegner hast, okay, aber... Ich habe echt so das Gefühl, dass wir da noch ein bisschen unter Limit sind. Da ist der Wachturm. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Ja, so geht's auch. Oh, warte mal, erstmal Kiste sammeln. Sekunde. Hallo. Es kommen mehr Maschinen. Achso. Wie sieht es jetzt aus? Mit dir soll ich gar nicht reden. Okay. Ich soll mit dir reden. Sechs. Bist du Kiva? Bin. Kiva. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tecote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Merkwürdig. Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ja. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Ja, nein. Gut, das heißt, wir müssen da wieder gleich kämpfen. Ist doch klar. Was ist hier los? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht... So, da sollen wir hin. Da drüben sollen wir hin. Oh, warte, ist da noch... Da ist doch noch ein... Panzerwandererherde. Dann haben wir die. Dann können wir hier sonst den Weg nochmal gehen. Das können wir gleich mal machen. Aber da können wir doch gleich hier links rüber jumpen, oder nicht? Kommen wir da so rüber? Nee, da kommen wir nicht rüber. Scheiße. Ja, da müssen wir so... Ach, dahin ist die Brücke. Alles klar, dann gehen wir da rüber. Lalala. Na gut, dann gehen wir halt über die Brücke. Okay. Ah, da sind wir die kleinen Murksche. Denkste? Mehrere von den Viechern. Aber komm, was kommt da noch alles angerollt? Probleme mit Feuer habt ihr? Au! Boah, Alter, die ist aber sehr zielgenau. Das war sehr, sehr zielgenau. Okay, alles klar. So, komm mal raus da. Oh, das war gemein.
Schmerz lässt nach. Ja, Schmerz lässt nach, das ist schön, Eloy, das ist gut. Oh, Alter, geht man auf den Sendehimmel Mist. Komm mal gleich ran hier, hier ist ein bisschen... Er ist unterwegs dauerhaft Schaden. Das ist schon mal wenigstens ganz gut. Brauchen wir noch ein bisschen mehr mit Säure? Eigentlich so viel mehr. Frostjägerbogen können wir vielleicht mal gucken. Dann müssen wir auch gleich drauf gehen. So, jetzt haben wir ihn. Gott. Also ist mal der wenigstens diesen Muskeln wieder dabei. Sehr schön. Oh. Moin. Komm schon, komm schon. Maschinenkill, siehst du, läuft. Stufe 27 erreicht. Aber nichts, mein Freund. So. Das ist auch hinter dir. So, einer ist da noch irgendwo. Einer ist da noch irgendwo, der zum Beispiel. Meine Güte. Das war ja schon wieder aufwendig. Und auch du hast es hinter dir. Sehr schön. So, wo hatten wir denn jetzt... der hatte doch eigentlich noch ein bisschen was fallen lassen hier, der Knilch. Ach, das Licht hier. Alles klar. Panzerwandererkiste. Das wollen wir nämlich auch noch unbedingt mit einsammeln. Liegt auch noch ein bisschen was Feines rum. Ich spüre, wie die Wärme meinen Körper verlässt. So. Oh. So, komm, Aloy, hoch jetzt. Puh, das war ja wieder mal üppig. So, da ist alles gut. Da könnten wir mal wieder zumindest von den Fallen ein paar machen. Da können wir wieder ein paar von machen. Da sieht das doch schon wieder ganz ordentlich aus hier. So, mehr geht hier nicht. Dann brauchen wir auch für den Muskeln wieder ein paar. Ja gut, aber das werde ich mal lassen. Erstmal wieder ein paar Muskeln kaufen, würde ich fast sagen, später. So. Dann werden wir gleich noch wieder ein bisschen klettern und dann geht es wieder drauf und dran, wieder jemandem zu helfen. Wahrscheinlich geht es dann wieder darum, wieder irgendwelche großen Viecher wegzumähen und dann, ja, wieder das Gleiche. Die nehme ich mit. Ja, dich nehme auch mit. Sehr schön. Und dann ist noch ein Feuer, das ist gut.
Gleich mal abspeichern. Und weiter geht's. Mal gucken, wo wir diesmal hinklettern. Mal gucken, was für ein Viech diesmal auf uns wartet. Am Gipfel. Oh ja, da wahrscheinlich da oben. Da oben werden wir gleich schön abspringen dürfen. Ich hoffe es doch. Das muss der Beginn des Aufstiegs sein. Der Wachturm sollte ganz oben sein. Das hätte so ein Wachturm meistens an sich. Das ist korrekt. Komm hoch, Aloy. So, hier ist... Himmelsgleiter. Ah. Kreisen um den Wachturm. Ja, ich sag kein ja. Gutes Zeichen. Ich sag ja. Das sind halt die Viecher. Das wird ja wieder ein Spaß werden gleich. Hier ist, glaube ich, noch eine Kiste oder sowas. Nee. Gut. Och, als ob. Scheiße. So, jetzt aber. Ah. Oh, hier ist eine Kiste, glaube ich. Explosiver Schlamm, sehr gut. So schön, dass wir sowas gefunden haben. Da drüben hin, okay. Ich komme dem Wachturm näher. Ja, ist richtig. Ich muss wohl höher klettern. Ja, ist auch richtig. Ist auf jeden Fall richtig. So, kriegen wir vielleicht den einen oder anderen vielleicht hier unten schon weggehauen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde die auch nochmal scannen vorher. Mäh. So, das ist schon mal so lilanes. Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Ja, das ist auch korrekt. Ich habe doch keine Überbrückungsdaten für diese Maschine. Ich sollte noch mehr Brutstätten erkunden. Du bist also neu. Schwach gegen Eis, okay. Habe sogar noch einen getroffen. Zufall, geil. So, du brauchst auch noch ein bisschen Eis. Sehr schön. Au. So, einer ist weg. Oh, au, das hat weh. Das tat ein bisschen weh. Das ist meine Chance. Ja, exakt. So, auch kaputt. Okay, wo ist der Soldat, der für den Wachturm eingeteilt ist? Puh. So, noch ein paar Eispfeile machen. Oder Frostpfeile. So, da brauchen wir nichts weiter. Gut.
muss er sein. Tot war. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Naja. Das war Kivas Raum. Ein anderes Signal als vorher. Das hat wahrscheinlich Angriff. Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Ja, wir sind gleich unterwegs. Ich will noch mal kurz ein bisschen gucken. So. Da sollen wir doch hundertprozentig gleich runtergleiten. Warte. Und. Der Wachturm ist angegriffen. Ich muss schnell da runter. Ja, bin auch unterwegs. Bin auch schon unterwegs. Alte Frau ist kein Dez auch. Der Tod kommt von oben. Die Alter. Maschinen werden überrascht sein. Kann ich eigentlich schießen von hier aus? Nee, kann ich nicht. Ach, nach unten. Also kann ich schon, aber dann stürze ich ab. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Die Fremde gleitet. Ja, die Fremde gleitet und die Fremde wäre fast gleich abgestürzt. So. So, ihr wart gegen. Ne, gegen Feuer. Oh. Gegen Feuer und Blitz seid ihr, ja? Okay. Ja, Problem ist, ich habe da keine Pfeile für gerade. Aua! Mist. Abgestürzt. Meins. Oh. Ist gerade ganz schön kühl hier unten. Ah. Au, au, au. Ja, weg da, Aloy. Alter, ist so gut jetzt. Kannst du auch übertreiben. Ey, ist doch gut jetzt. Ach, Mann. Ey, die bleibt aber auch stehen, ne? Die steht auch einfach nur so da. So, nja, nja. Ach, Mann. Kann ich wieder von vorne anfangen. Hast du das? So. Warte mal ein Häppchen trinken. Und mal andere Seiten aufziehen. Ey. So, abgestürzt. So, auch. Auch weg. So, sehr schön. Ich glaube, wir haben es. Oh, es geht auch manchmal einfacher, ne? Ich muss unbedingt auch diese Zielzeit auch unbedingt noch mal ein bisschen verlängern. Da müssen wir unbedingt auch mal Punkte investieren.
Also diese Konzentrationszeit brauchen wir vor allem. Danke für die Hilfe. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja, die Nein. Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Tja. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Pivalo! Wir ziehen los. Jo, bis zum nächsten Mal. Nicht, wo ich die fehlenden Teile finden kann. Ich muss mehr Maschinenareale erkunden. Flughorn, Überbrückung, ja. Unbekannte Position, na, das wissen wir noch nicht, wo das ist. Ah, nackt plünderen. Geil. Gut. Haben wir nicht? So. Was haben wir denn hier? Da können wir nochmal eigentlich zurück. Das Bollwerk, rede mit dem Lehrmeister. Dann haben wir nochmal dir die Geschichte, was auch immer das hier ist. Ergib dich zu Demeters Koordinaten. Ja, das machen wir später, sowas. Steinfall, dann haben wir hier noch die ganze Geschichte. Rede mit Mentala. In Salzbiss müssen wir auch nochmal hin. Wir müssen überall, wir müssen. Ei, ach, guck mal, da ist noch. Wir haben noch so viel zu tun hier. Guck mal, hier ist auch nochmal eine Brutstätte, siehst du? Da müssen wir auch nochmal irgendwie hin. Ich würde jetzt aber ganz gerne erstmal. Vielleicht irgendwo erstmal abspeichern, da oben. Na, da eigentlich müssten wir da hin. Unbekannter Unterschlupf. Unbekannt. Da würde ich ganz gerne mal hin. Irgendwo da oben lang, okay. Da schauen wir doch da oben mal. Da ist eigentlich immer ein Feuer und auch ein bisschen was zum Einsammeln eigentlich. So, ein paar Pfeile machen. Sieht gut aus. Können wir noch ein paar Pfeile machen? Ja, wie gesagt, wir müssen noch ordentlich Munition noch einsammeln. Ja, was ist Munition einsammeln? Also Material für Munition einsammeln. Ganz da oben müssen wir hin. Scheiße. Na gut. Versuchen wir es mal. Moin. Ach, ein Scheiße, das Ding im Visier. Ich verpiesel mich mal ein bisschen. Au! Ist dicht oder was? So. Wie komme ich jetzt hier hin? Da oben kommen wir irgendwie hoch. Hier ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Ja, könntest du. Ja. Ach Mensch, schon wieder daneben gesprungen. So. So, da müssen wir irgendwie müssen wir da hoch. Kommen wir da hoch? Oder sieht nicht danach aus? Was ist das hier für komische Wege, sag mal?
Na komm, hoch da. So, irgendwo müssen wir hier hoch. Ein Platz zum Ausruhen. Ja, muss ich jetzt mal hinkommen. Das ist ein Flugschreiber, wie gesagt. Na komm, halt dich fest, ey, Leute, komm. Hey Leute, was ist hier los? Halt dich doch da mal fest, bitte. Hey Leute, halt dich doch da mal fest. Sag mal. Hey Leute. So, ist mal ganz ruhig. Werden wir hier nochmal hoch. Warum hält sie sich da? Hm. Ja, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Über die Seite. Versuchen wir hier rüber zu laufen. Anders wird das ja wahrscheinlich wieder nichts. Dauert wieder eine Ewigkeit, bis wir da hinkommen. Ja, so eine geile... Ich sehe nix. So eine geile Position ist das nicht. Ich sehe nix. So. Siehst du, da sind ja auch Kisten. Und eine Werkbank wahrscheinlich auch. Ich kann von hier aus nicht an das Signal rankommen. Der Flugschreiber muss anders dort reingekommen sein. Ja. So. Erstmal, guck mal, hier haben wir nämlich nochmal einen Vorrat. Vorrat haben wir nämlich hier nochmal. Und was haben wir hier? Ach so, einfach nur nette Sachen. Da können wir sonst noch später nochmal schauen. Aber erstmal speichern. Hier ging es erstmal primär nur um Speichern. Werkbank haben wir auch gleich hier. Können wir auch gleich nochmal schauen. Manuelle Speicherung. Dann machen wir nämlich erstmal ein kleines Päuschen. So. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Wir suchen uns nochmal in der nächsten Folge nochmal irgendwie eine Quest aus. Was wir da als nächstes machen. Genug haben wir ja zu tun. Und schauen wir mal, was uns erwartet. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Horizon Forbidden West wieder. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.